Nochmal danke für die Einführung. Ja, wir haben in den zwei vorherigen Vorträgen gehört, dass das Thema Chrome 6 halt sehr wichtig war in der Vergangenheit. Ich denke mal, es kam relativ deutlich raus, dass ja, die Substitution von Chrome 6 keine Frage des Wies mehr ist, sondern eben bis wann ist es substituiert. Ein anderes Thema ist das Thema der Kreislaufwirtschaft, also wie gehen wir zukünftig ressourcenschonend um? Wenn man sich das mal anschaut, das Kunststoffgalvanisieren nochmal zusammengefasst, was brauchen wir überhaupt? Dann wird man auch sehr schnell sehen, dass wir, sagen wir mal, im Thema, wenn wir über Ressourcenschonung uns das Ganze anschauen, müssen wir sehr hohen Fokus drauflegen, weil wir brauchen entsprechend viel Energie für unsere Prozesse. Einerseits in Form von thermischer Energie. Unsere Elektrolyte müssen beheizt werden, gekühlt werden teilweise. Das erfordert thermische Energie. Wir brauchen elektrische Energie, weil definitionsgemäß wird halt galvanisiert mit elektrischem Gleichstrom. Wir benötigen natürlich Hilfsstoffe zum Galvanisieren. Ganz oben steht das Wasser, weil wir sämtliche Prozesse, die wir haben, sämtliche Galvanikprozesse finden in wässrigen Lösungen statt. Die Metallsalze, die wir einsetzen als Hilfsstoffe, als Ressourcen, sind wasserlöslich. Das heißt, Wasser ist für uns ein sehr wichtiger Hilfsstoff oder Rohstoff, den wir einsetzen müssen. Dementsprechend, weil er auch teuer ist in Europa, insbesondere auch in Deutschland, müssen wir damit natürlich ressourcenschonend umgehen. Wir brauchen immer noch ein paar Galvano-Additive, damit wir auch die entsprechenden Schichteigenschaften, die erforderlich sind, eben auf die Bauteile draufbringen mit unseren Metallschichten. Und am Ende des Tages brauchen wir natürlich unsere Rohmaterialien. Das ist zum einen der Kunststoff, der beschichtet werden soll, und natürlich dann eben auch die Metalle, die auf diesen Rohmaterialien abgeschieden werden. Das ist im Wesentlichen Kupfer, Nickel und Chrom, das wir hier einsetzen. Also man sieht aus diesem Mix Energie, Hilfsstoffe, Rohmaterialien, das ist alles extrem teuer in Europa und in Deutschland. Dementsprechend muss man natürlich, wie ich schon sagte, verantwortungsvoll mit der ganzen Sache umgehen und möglichst ressourcenschonend arbeiten. Wir arbeiten deswegen, also ressourcenschonend quasi nachhaltig arbeiten. Wir arbeiten hier auf mehreren Prioritätsebenen. Unsere oberste Priorität beim Galvanisieren oder beim Beschichten von Bauteilen liegt natürlich im Reduzieransatz. Das heißt, wir wollen unseren Energieverbrauch reduzieren. Alles das, was man nicht verbraucht, weil man es reduziert hat, ja, kostet kein Geld und ist natürlich dann die höchste Form der Nachhaltigkeit, weil es gar nicht erst eingesetzt wurde. Wenn man Chemikalien hat, Wasserverbrauch, jeder kennt das von zu Hause, vom eigenen Duschen, insbesondere die vielleicht Kinder haben oder sowas, das ist tägliches Gespräch. Musst du ein, zwei, dreimal am Tag duschen? Musst du das Wasser so weit aufdrehen? Das sind Dinge, die zu Hause stattfinden und die bei uns natürlich im Unternehmen genauso stattfinden, in allen FGK-Unternehmen stattfinden, dass wir da möglichst ressourcenschonend arbeiten. Alles, was wir natürlich eben entsprechend verbrauchen, sollte man wiederverwenden können. Das ist dann unsere Prio 2. Deswegen liegt da der Fokus auf dem Einsatz regenerativer Energien. Jeder kennt den Energiemix in Deutschland. Wir wissen, dass wir noch sehr stark fossile Energieträger einsetzen, zum einen zur Erzeugung von thermischer Energie, aber auch zur Erzeugung von elektrischer Energie. Das heißt, je höher da der regenerative Anteil in Zukunft sein wird, desto ja, ressourcenschonender und desto nachhaltiger sind wir dann auch. Viele FGK-Unternehmen, fast meiner, soweit ich weiß, fast alle haben in irgendeiner Art und Weise Blockheizkraftwerke im Einsatz. Wir haben Photovoltaikanlagen im Einsatz, wo wir dann eben schon solche Dinge alle nutzen können, die sehr ressourcenschonend sind oder wo auch wiederverwendete Energien benutzt werden können, aber das reicht noch nicht aus. Wir sind alle mit unseren Stadtwerken in Gesprächen, dass wir den Anteil regenerativer Energien einfach erhöhen können. Das Prozesswasser sollte kein Abwasser sein, sondern sollte aufgearbeitet werden in internen Prozessen, sodass wir es auch direkt in unseren Prozessen wiederverwenden können. Das würde auch gewisse Kreisläufe schließen. Das machen wir auch schon zu einem entsprechend hohen Anteil. Aber das kann auch noch weiter ausgebaut werden, muss man einfach so sagen. Und auch der Einsatz der Prozesschemikalien, die wir haben, entsprechend, wir führen schon eine Vielzahl von Prozesschemikalien wieder zurück in unsere eigenen Prozesse. Sie werden aufkonzentriert. Das hat natürlich den Vorteil, da sind Metalle drin, die sind einfach teuer, jeder weiß das.
Und alles, was wir dadurch natürlich wiederverwenden können, spart auch irgendwo Kosten im eigenen Prozessablauf. Und naja, am Ende des Tages steht natürlich auch der Recyclingprozess eben mit als Säule da. Dadurch, dass wir eben entsprechend viele Metalle anwenden, benutzen, das auf unseren Kunststoffen abgeschiedene Metall ist halt sehr teuer oder ist halt sehr hochwertig, sehr teuer. Dementsprechend ist es da auch sinnvoll, aus der Ressourcenschonung heraus dann eben entsprechend das Recycling durchzuführen. Aber auch der Kunststoff hat seinen Wert, einen sehr hohen Wert, komme ich gleich noch drauf. Auch das Recycling lohnt sich. Also, und ich will mich auch im weiteren Vortrag eben jetzt mehr auf das Externe konzentrieren, also auf den Recyclingprozess an sich, nicht mehr auf die internen Abläufe, wie wir Wasser aufarbeiten, etc., etc. Wenn man sich mal unseren ganz normalen Ablauf anschaut, wir fangen links an mit dem Spritzgussprozess. Alles, was an Spritzguss, IO-Ware entsprechend produziert wird, landet bei uns in der Galvanik, wenn es galvanisiert werden soll. Und die Gutware wird natürlich dann hinterher im Fahrzeug verbaut. Man wäre nicht ehrlich, wenn man nicht sagen würde, natürlich haben wir auch Ausschuss. Was macht man mit dem Ausschuss? Es gibt zwei Möglichkeiten. Man wirft ihn weg oder man guckt halt eben, kann man ihn noch wiederverwenden. Sämtlichen Spritzgussausschuss, den wir haben, den verwenden wir wieder quasi in einem, ja, er wird regranuliert, wir machen daraus eben entsprechend keine, bis dato noch keine neuen zu galvanisierenden Artikel, die wir dann eben auch im Automobil verkaufen oder ins Automobil verbauen lassen, sondern bei uns sind das dann in erster Linie technische Artikel, wie man das hier auf dem Bild auch sieht, solche sogenannten Upblendleisten, die man auch im galvanischen Prozess braucht. Die ja, ressourcenschonend braucht man dann eben keine Frischware dafür, sondern da können wir dann Spritzgussausschussware nehmen. Solange diese vorher nicht thermisch geschädigt wurde, kann man die prima regranulieren und kann dafür eben das Ganze dann benutzen und kann das einsetzen, sodass wir hier auch schon einen gewissen Kreislauf geschlossen haben. Wir haben natürlich nicht nur Spritzgussausschuss, nein, es gibt auch Galvanoausschuss. Auch den, was machen wir damit mit dem Galvanoausschuss aktuell? Da sieht der Prozess im Augenblick so aus, den geben wir an externe Verwerter weiter. Die externen Verwerter haben ein sehr hohes Interesse daran, die Metalle wieder zu verwerten, weil, kann man nicht oft genug sagen, Metalle sind teuer. Das lohnt sich, auch finanziell lohnt sich das für die Recycler, diese Metalle zu verwerten. Und gleichzeitig wird der Kunststoff, den braucht man nicht so als Metallrecycler, der wird bis dato leider, man sagt das so schön, thermisch verwertet, man kann auch verbrannt dazu sagen, man nutzt dann eben noch die Verbrennungsenergie als thermische Energie, deswegen thermische Verwertung, aber am Ende des Tages haben wir dann einen entsprechenden CO2-Anteil, den wir in die Atmosphäre rausgeben, was ja auch nachvollziehbarerweise eben nicht mehr gewünscht ist und was man eben entsprechend reduzieren sollte. Das Gleiche muss man sagen, passiert natürlich mit Teilen, mit verchromten Bauteilen aktuell. Nach der End-of-Life-Phase, also in der letzten Phase, wenn das Auto nicht mehr gebraucht wird, wird es natürlich auch verwertet. Sämtliche Kunststoffabfälle, die da eben entsprechend in so einem Fahrzeug sich rumtummeln, werden natürlich auch überwiegend thermisch verwertet. Wenn dabei noch Metalle, bei unseren verchromten Bauteilen sind Metalle noch drauf, die werden natürlich auch zurückgewonnen, aber ansonsten wird der Kunststoff im Wesentlichen thermisch verwertet. Aber auch da gibt es ja Tendenzen, dass man dann eben sagt, okay, diesen Kunststoff sollte man wieder benutzen. Ja, und weil es diese Tendenzen gibt, dass auch Kunststoff wertvoll ist, und wenn wir uns mal unsere komplette Bauteile angucken, dann sieht man diverse Vorteile, die wir eben entsprechend beim Einsatz verchromter Bauteile haben, wenn wir da über das Recycling nachdenken. Es gibt technische Vorteile, die man hat. Metalle sind an sich, weil es chemisch und physikalisch gesehen sind, es Elemente des Periodensystems, das heißt, sie sind unendlich oft recycelbar. Es geht nicht kleiner, das Metall oder das Element bleibt ein Element, wenn man damit eben entsprechend ja, Reaktionen hervorruft oder sonst irgendwas mitmacht. Das heißt, man kann sie jederzeit aus jeder anderen Verbindung heraus wieder zurück in ihre Ursprungsform bringen und als Element darstellen. Und deswegen, das geht unendlich oft. Die Kunststoffe selber, die wir einsetzen im Galvanoprozess, sind sogenannte Plating-Grade-Kunststoffe. Das sind also sehr hochwertige Materialien. Die normale ABS kann man vielleicht auch verchromen, aber funktioniert nicht auf Dauer, weil die Eigenschaften dann nicht besonders sind von diesem ABS.
die optischen Eigenschaften erst recht nicht. Also sie kriegen nicht diese hohe Güte rein. Deswegen sind wir gezwungen, Plating-Grade-Kunststoffe einzusetzen, hat aber den Vorteil, dass wir schon per se eine sehr hohe Reinheit im Kunststoffbereich haben. Normalerweise müssen Sie sämtliche Kunststoffe voneinander trennen, bevor Sie sie überhaupt recyceln können. Bei uns können Sie sich sicher sein, wenn Sie quasi einen galvanisierten Kunststoff haben, dann können Sie davon ausgehen, es handelt sich um einen, es ist ein Plating-Grade-Kunststoff, der am Ende des Tages entweder ABS oder PC-ABS ist. Die beiden Sachen sind kompatibel untereinander. Das heißt, wir haben schon eine sehr hohe Sortenreinheit, wenn wir uns auf unsere galvanisch oder auf galvanisierten Bauteile konzentrieren und diese recyceln wollen. Nächster Vorteil bei dem Recycling selber, man muss halt noch die Metallschichten vom Kunststoff trennen, bevor man dann eben auch ins Einzelrecycling gehen kann. Hier ist der Vorteil, wir haben in unserem Verbund, wenn man von galvanisierten Kunststoffen spricht, haben wir in unserem Verbund einfach nur eine rein mechanische Haftung. Das heißt, die Trennung dieser beiden Verbünde, also das Metall vom Kunststoff zu trennen, aufgrund der ausschließlich mechanischen Haftung, ist prinzipiell relativ einfach im Vergleich zu anderen Sachen, wo auch die chemische Haftung eben dazu kommt. Da ist eine Trennung deutlich komplizierter. Ja, wenn das Recycling gelingt, dann hat man natürlich umweltrelevante Vorteile. Man braucht insgesamt einen reduzierten Bergbau. Insbesondere bei den Metallen ist das eben der Fall. Deswegen hat man heutzutage auch schon in Europa sehr hohe Recyclingquoten, was die Metalle angeht. Man hat auch einen reduzierten Energieverbrauch. Wir reden bei unseren Metallen, die wir einsetzen, ja Kupfer, Nickel und auch insbesondere Kupfer von sehr edlen Metallen. Das heißt, die sind im Recycling auch, das ist relativ simpel, diese zu recyceln. Der Aufwand ist nicht sehr hoch. Also man nutzt da auch überwiegend galvanische Verfahren zu. Und dadurch reduziert sich auch der Energieverbrauch über die Gesamtkette gesehen. Bei Kupfer ist das beispielsweise, spricht man davon, dass es einen 85-prozentig reduzierten Energieverbrauch gibt, wenn man eben, sagen wir mal, die Metalle recycelt, anstelle sie über Bergbau und übers Erz dann zu gewinnen. Man hat dadurch auch einen reduzierten CO2-Anteil. Wir erinnern uns eben, habe ich gesagt, wenn man sagt, wir erhöhen den Anteil regenerativer Energien, gerade was die elektrische Energie angeht, wenn Kupfer beispielsweise über galvanische Verfahren recycelt werden kann, dann sprechen wir natürlich auch davon, dass wir, wenn wir regenerative Verfahren zum Einsetzen vom Recycling benutzen, dann haben wir auch da geringere CO2-Anteile. Aber auch ganz konkret, wenn wir zum Beispiel eine Tonne ABS, Recycling-ABS, jetzt ist aus unseren Prozessen daraus eine Tonne ABS aus Recyclingprozessen verwenden, dann spart uns das ungefähr 5 Tonnen CO2 im Vergleich zu aus ABS aus fossilen Quellen. Das Ganze hat aber auch, wenn man Recycling betreibt, ökonomische Vorteile. Auch hier ist es insbesondere durch die Metallanteile hervorzuheben, dass wir ökonomische Vorteile haben. Sie sehen in der mittleren Säule die Massenprozente, also ein verchromtes Bauteil beinhaltet letzten Endes 0,1% Massenprozent Chrom, um die 5% Nickel, 9% Kupfer und der Hauptanteil ist der Kunststoff. Wenn man den reinen Wert des Materials dem gegenüberstellt, also was ist ein Kilo Chrom wert, was ist ein Kilo Nickel, was kostet das? Und wenn man da die LME-Werte nimmt oder die börsennotierten Werte, dann ist das aus dem letzten Jahr heraus, sind die logischerweise, damit man auch repräsentative Werte haben. Dann spricht man davon, dass das Chrom selber ungefähr 1%, also das Bauteil hat 1% an Rohstoffen von Chrom drauf oder der Wert betrifft 1%. Nickel liegt man bei 26%, Kupfer 21% des Gesamtbauteils und die Hälfte des Wertes von einem Bauteil betrifft dann eben den reinen Kunststoff. Im Umkehrschluss, also es ist ein sehr hoher Wert, 50%, also wenn ein Bauteil 1 Euro kostet oder 1 Euro Rohstoffe enthält, dann redet man davon, dass 50 Cent natürlich auf den Kunststoff zurückfallen. Man spricht aber auch davon, dass eben 50% auf den Metallanteil drauf sind. Und gerade das ist dann eben im Vergleich zu anderen Verfahren, hat man natürlich eben diesen Wert nicht drauf. Und dadurch, dass das Metallrecycling schon sehr weit fortgeschritten ist und lohnenswert ist, lohnt sich das Recycling von einem kompletten Bauteil eben auch. Aber wir wollten auch nicht den Kunststoff komplett hinten überfallen lassen. Deswegen haben wir uns auch auf das Kunststoffrecycling konzentriert.
Und wie ich es eingangs schon erwähnt habe, man muss die Metalle erstmal von den Kunststoffen trennen, macht sich zunutze, dass man eine rein mechanische Haftung hat. Und dieses mechanische Trennen kann man eben, sprechen erstmal von einer Grobtrennung sozusagen, erstmal muss man den Metallmantel von dem Kunststoff quasi wegsprengen. Das geht beispielsweise auf dreierlei Arten. Man kann es mechanisch machen, indem man einfach das Bauteil schreddert. Dann löst sich von alleine schon eben ein Großteil der Metalloberfläche eben entsprechend ab. Da bleibt nicht mehr viel an den Kunststoffteilen haften. Man kann aber auch thermisch das Ganze trennen, weil sie deutlich andere, unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten haben. Vom Kunststoff zum Metall kann man eben, wenn man da mit stark unterschiedlichen Temperaturen arbeitet, kann man auch das Metall quasi absprengen von dem Kunststoff. Das Gleiche geht über plasmainduzierte Verfahren. Auch hier werden unter Umständen hohe Drücke aufgebaut, die dann eben letzten Endes die Metallschicht überwiegend vom Kunststoff absprengen. Ist das erfolgt, kann man eben in die Feintrennung übergehen. Hier macht man sich zunutze auch wieder unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche ja, physikalische, chemische Eigenschaften. Zwischen den Metallen und dem Kunststoff kann man sich hier wieder zu eigen machen. Und das Ganze ausnutzen. Kunststoff hat ungefähr eine Dichte von um die 1. Die Metalle haben eine Dichte von 8 bis 9. Das heißt, Metall ist deutlich schwerer oder beziehungsweise ja, Metall hat eine deutlich höhere Dichte, sinkt zu Boden. Man kann es eben entsprechend physikalisch dadurch trennen. Dadurch, dass wir Nickel im Einsatz haben, Nickel ist magnetisch oder im Schichtsystem drin haben, Nickel ist magnetisch. Man hat also auch die Möglichkeit einer magnetischen Trennung. Kunststoff von den Metallschichten. Und als letztes kann man eben auch thermische Trennungen vornehmen, indem man einfach Metalle schmelzen ungefähr bei 1000 Grad, meistens noch höheren Temperaturen. Der Kunststoff fängt an zu schmelzen bei 100 Grad, 90 bis 100 Grad, je nachdem, wenn man dann noch im Vakuum arbeitet, um das Ganze schonend zu betreiben, kann man eben den Kunststoff sehr leicht schmelzen, bevor das beim Metall überhaupt irgendwas passiert. Und dadurch kriegt man halt eben auch eine Trennung hin, ohne den Kunststoff thermisch zu schädigen. Also all diese Verfahren, Grobtrennung in Kombination mit Feintrennung, führt dann letzten Endes dazu, dass wir einen Prozess ausgearbeitet haben, mit dem wir dann wirklich verchromte Kunststoffe entsprechend aufarbeiten können. Also wir schreddern, wir trennen die Metallschicht von der Polymerfraktion. Das Polymer wird regranuliert und wir halten am Ende des Tages einen Reinheitsgrad in beiden Fraktionen mittlerweile von über 99,5%. Das sind wirklich sehr gute Bedingungen und Grundlagen, gerade was das ABS-Aufarbeitung, PC-ABS-Aufarbeitung betrifft. Da Reinheitsgrade von über 99,5% zu erreichen, sorgt eben dafür, dass wir mit diesen Materialien sehr gut arbeiten können, um sie in unseren eigenen Prozessen wieder einzusetzen. Das haben wir auch schon gemacht. Erstmal natürlich versuchsweise gehen wir da dran, um das Ganze zu qualifizieren. Wir haben also geguckt, wie sind die, sagen wir mal, Spritzbedingungen, wenn wir eben entsprechend regranuliertes oder recyceltes Material, Kunststoffmaterial einsetzen in unseren Spritzgussprozessen. Das hat sehr gut funktioniert. Wir können unterschiedliche Mengen beimischen. Und je nach Beimischungsgrad, also galvanisierbar ist das immer problemlos. Je nach Beimischungsgrad hat man aber immer noch, das muss man fairerweise sagen, hat man immer noch leichte optische Beeinträchtigungen, gerade wenn es dann an hochglänzende Oberflächen geht. Also je höher der Regranulatanteil ist, weil wir immer noch 0,5% Verunreinigung quasi drin haben, metallische Verunreinigung in diesen Materialien, hat man hier und da immer noch eine optische Beeinträchtigung. Also je großflächiger das Ganze wird, hochglänzender das Ganze wird, desto eher sieht man das. Und da müssen wir natürlich aufpassen, das macht keinen Sinn, solche Materialien dann sagen wir, die höchst anspruchsvollsten und größten Teile im Anfang einzusetzen, weil das würde den Ausschuss nach oben treiben und dann hätten wir am Ende des Tages nichts gewonnen. Aber wir können durchaus kleine Materialien einsetzen oder kleine Bauteile eben schon entsprechend aus recyceltem Material herstellen mit entsprechenden Beimischungen. Das funktioniert problemlos. Die physikalischen Eigenschaften sind so, als wenn Sie Neuware verwenden würden. Da merken Sie keinen Unterschied. Das heißt, wir gehen nochmal auf unser Kreislaufwirtschaftsbild zurück, was wir in der Galvanik gemacht haben. Sie sehen, das ist alles noch das Gleiche, bis auf oben links in der Ecke.
Und da wird der Kunststoff eben jetzt, soll er in Zukunft nicht mehr thermisch verwertet werden, sondern wir wollen dahin gehen und wollen halt den Kunststoff genauso aufarbeiten, weil es eben möglich ist, bei galvanisierten Bauteilen diesen Kunststoff ja, wieder zu recyceln, zu regranulieren und auch insbesondere in unseren eigenen Prozessen wieder einzusetzen. Also unser Ziel ist es nicht, irgendein Downcycling zu betreiben, dass wir hier in Anführungszeichen minderwertigen Kunststoff einsetzen oder gewinnen, der nur noch in anderen Prozessen, in eher minderwertigen Prozessen eingesetzt werden kann, sondern wir wollen eben entsprechendes dann erreichen über unsere Verfahren. Das sind wir auch guter Dinge und das klappt auch, dass wir da eben entsprechend das Ganze wieder in unseren eigenen Prozessen verwenden. Das heißt, wir bekommen aus einem alten Bauteil, was quasi nach End of Life nicht mehr gebraucht wird, muss es nicht thermisch verwertet werden, sondern wir können komplett neue Bauteile daraus machen. Deswegen bieten wir auch, nehmen wir erstmal, naja, gehen wir erstmal auf den linken Kasten. Also dadurch, dass Chrom sowieso eine qualitativ hochwertige Oberfläche hat, der Bockmann oder ist, der Bockmann hat es eingangs erwähnt, Chrom lohnt sich, Chrom ist an sich schon nachhaltig, Chrom ist ungiftig, löst keine Allergien aus. Wir haben also durchgängig mit einer sehr hochwertigen Oberfläche zu tun, die auch am Markt gewünscht und gefordert ist. Wir haben den Vorteil, Metalle sind unendlich oft recycelbar. Die Prozesse sind extrem weit fortgeschritten, werden natürlich noch weiter optimiert, aber das läuft schon extrem gut. Wir haben in Zukunft auch den galvanisch beschichteten Kunststoff, der ebenfalls recycelbar ist und den wir in unseren Produkten wieder einsetzen können oder in unseren Prozessen für neue Produkte wieder einsetzen können. Und deswegen gilt das dann auch, entsprechend haben wir uns auch als FGK dazu vereinbart, der Vorstand hat das beschlossen, dass wir zukünftig sowieso schon anbieten, um Downcycling zu vermeiden oder sogar thermische Verwertung der Kunststoffe oder der Bauteile zu vermeiden, bieten wir an, ab 2023 alle verchromten Bauteile nach der Nutzungsphase wieder entsprechend zurückzunehmen. Das ist unser Angebot. Nehmen Sie das wahr, es kann sich wirklich lohnen für alle und insbesondere natürlich für Mutter Natur. Das war's schon. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.